Er ist also auch ein Wunschkind, genau wie wir. Oh, guck mal, da steht Achtung drauf. Das ist ja deutsch. Und hier, Tentacle. Tentacle Graffiti, cool. Und hier, Potschte. Da gibt's Post. Und ein Beat-Sign mit einer Pflanze. Ein Boiler. Wohnen wir im Kraftwerk? You would think this would be holding something useful for the barrel station. But really, it's just filled with liters upon liters of vodka. Na, natürlich, of course. Und hier ist noch Duct Tape. Duct Tape. Occupational Health and Safety says anything less than 3 layers of duct tape is unsafe. But I like to live wild and only use 2. Wow, du lebst am Limit. Kennst du vielleicht die Serie? Gab's mal von Disney. Duct Tape. Duct Tape. So, kann man damit reden? Hello, duct tape keeping me from experiencing an extreme for painful death. Okay, kann man Pick-Upen erstmal usen. I'm already using it to keep the building from exploding. I don't think I'll just leave it so I can die of natural causes. Or from fighting wizards. Maybe dragons. Das finde ich gut. Ich finde auch schön, wie das Tentakel hier zu dieser Suppe da hinten passt. Nutritional Sludge. Okay, ach, das ist nahrhaft. Sehr gut. Können wir das Ding mitnehmen? Vielleicht? Without this duct tape, the whole building more than likely would explode. I'll leave it here just in case. Okay, na ja, gut, kann ich verstehen. Machen wir mal. Hello and President the Mans of Wodka. Warum explodiert das Gebäude eigentlich, wenn da kein Duct Tape am Wodka ist? Being this is a puzzle game, I much prefer to finish this game sober. No! It would be handy to carry on the lifetime supply of vodka. I'd be like the king of parties and hangovers. Maybe even projectile vomit if I'm lucky. Miniature Unicorns Fighting Warrior Pugs Power Station. Was? Miniature Unicorns Fighting Flying Pugs Power Station. Naming by public vote is never a good idea. Or the best. I'm not sure. Na, auf jeden Fall the best. Hello, unnecessarily long power station name. Kann man das mitnehmen? Ja, usen hier vielleicht? I'm already using it for the power station. Of course, natürlich. As much as I like miniature unicorns fighting warrior pugs, I don't think I need to carry this around to prove it. Doch, natürlich. Terminal, wir wohnen also im Kraftwerk. There used to be a code to this to get inside. Then the game designer realized it was a terrible puzzle. He had better things to redesign. Like poop jokes. Ja, ist auf jeden Fall besser, die Zeit besser investiert. Hier ist auch nochmal das Sludge. War mal ein Puzzle. Vielleicht kommt das ja noch in der Vollversion, man weiß es nicht genau. Hello, useless scene object. I can't. The buttons are just stickers on a box. Sometimes I'm amazed how I haven't died already in this power station. Ja, die Hauptsache, das funktioniert irgendwie. There's just so many ways I can call you stupid. Hey, was? Jesus Tag. What? What many people don't know about the Messiah. He had some sick handstyles. Ah, cool. Huch. Hello, Jesus, sick handstyles. Mitnehmen können wir die nicht. I don't really want to use his style. And encore his almighty wrath. Ja, das wäre natürlich auch doof. Rache von Jesus wäre ungeil. I see you have a D. Would you like another? Nicht wirklich. Jesus load. Ich wusste nur, dass Jesus saved, aber dass er loaded, wusste ich gar nicht. Nutritional Sludge. Gucken wir uns mal an. Radioactive Sludge. The gift that keeps on giving. Terrible lifelong illnesses. Okay, ah, radioaktiv. Das ist natürlich schön. Hello, potentially life-threatening radioactive poop. Können wir mitnehmen, nee, ne? As you can see by my hideous deformations, I don't need any more nutritional sludge, unless it gave me superpowers. To not look like a foot. Du siehst doch gar nicht aus wie ein Fuß und was, wie so Deformations, das ist alles Natur, das Natur ist doch schön. Radioactive sludge. They give the terrible life. Okay, brauchen wir nicht. Hier haben wir noch ein Beat sein, wir gucken uns noch mal ein bisschen an. To pay rent, Doug sells his beatbox beats. Pretty good. Too bad there's like 5 people living here. All of them on government support. Okay, das heißt, niemand kann ihm was spenden, weil keiner Geld hat. Hello, sign. Mit dem Schild reden ist natürlich nicht das Schlauste. I was never blessed with beatboxing lips, but I was blessed with smooching lips. That's a lie. Okay, also keine Kussi-Kussi-Lippen. Schade. If I do that, he can't sell his beats, which means he can't pay rent, which would also mean I would have to smack a bitch. Okay, können wir mal gucken. That's Doug.
He's a beatboxing eggplant. He likes to think he's from the vegetable patch of Biggie Smalls. I just think he's an asshole. Ja, dann klaut er das Schild, wenn er ein Arschloch ist. Talken wir mal. So, how do you stay alive? Do you mind dropping some? Oh ja. Do you mind dropping some fat bitches? Okay. Ja, auf jeden Fall eine Runde besser als Goon. Muss man, ja, das ist wie durch dieses Spiel einfach ist wie völlig sinnlos. Do you know much about the space cadet? Who? All I know, he is the local drug addict. God of Acne, 47 years old, uncomfortably apparent fetish for boxes. I guess it's him. I don't really know much about him really, except he keeps asking for drugs in exchange for his boxes. Also blowjobs. Lots of blowjobs. Ah yes. Excuse me while I drown myself in a pool of bleach. Did you consider the blowjobs? If I wasn't a drugness, I'd probably consider it. It gets awfully lonely out here. Yeah. Okay, also der 74-Jährige, also der Drogensüchtige, der Space Cadet, den wir suchen, ist ein drogensüchtiger 74-Jähriger, der versucht auch in mündlichen Vorstellungsgesprächen an Geld für den Konsum zu kommen. Das ist jetzt schön formuliert. So, also der bläst für einen Groschen. Sagen wir mal so. What kind of drug addict is he? I think his drug of choice is space dust. I think. What the hell is that? Some say it's mined from the moon, but really it's just remarketed crack. Ah, okay, wahrscheinlich zum höheren Preis. I need to know where I can find him. Well, if you find me a map or something, I'll hook you up with the deets. Okay, wir brauchen also eine Map, die haben wir natürlich noch nicht. Can I ask you something else? Alright. Was fragen wir denn noch? How do you stay alive? Photosynthesis, bro. Okay. Ah, stimmt, das Geld braucht er gar nicht für Essen, das braucht er nur für Miete. Ja. How does it feel to be a vegetable for the rest of your life? I'm actually disgusted you'd make that joke. But if you're serious, it feels pretty nutritious. Ich frage mich, wie der schmeckt. How's the hustle going? Rent's due soon. I've always wanted to try sentient eggplant. Come on, man. Give us a break. There is literally only 5 people living here. All of them crazy. Except for you, of course. Ja, wir sind zum Glück gar nicht crazy. Okay. Laters. Peace, bro. Diese Eggplant kann uns leider nicht weiterhelfen. Da haben wir noch eine Mailbox. Die looken wir mal. That's my mailbox. Almost always filled with online shopping regret. Okay, vielleicht ist ja auch online shopping regret drin. Hello, mailbox. Hello, reminder of online shopping regret. Gucken wir mal. Use? Hey, look. I have new mail. What? Another mailbox? I guess I'll put it in my inventory. Wir haben eine Mailbox aus der Mailbox gezogen. And then where will I be able to store my online shopping regret? Und hier ist noch dieser Dirt. Da muss man doch bestimmt graben. That same hobo from the red room also like to smear things outside. You'd think it would help here. But this spot has never been the same. Oh. Okay, ich möchte nicht wissen, was der Hobo da verschmiert, sonst müssen wir gleich wieder Vera Entwen rufen. Fäkalien! Hello, Dirt. Oh, you so dirty, you dirty Dirt. Ooh, you dirty Dirt. Hier, usen? If uranium-laced dirt did something more than horribly mutate me, I'd definitely use it. Okay, können wir pick-uppen? If it wasn't laced with uranium, it could have been useful. Okay, hier ist überall Uran, das heißt, da kommen wir nicht dran. Ich schau mal ganz kurz, was wir aus der Mailbox gezogen haben. Das war eine weitere Mailbox, natürlich. Hey, there is something else in the second mailbox. Oh, a third mailbox?
I can't enough your games, Babushka Mailbox. In der Mailbox, aus der Mailbox, ist eine kleinere Mailbox. Das ist wie bei diesen Matroschkas. Gucken wir auch mal an. If there is another mailbox in here, I'm going to uninstall the game. Hey, there is a postcard in here with a bottle of vodka. Puszewski's Vodka. The only vodka to guarantee 60% of your daily nutritional needs and a 50% chance of unemployment. And the postcard map says, press the letter M to access this postcard map. Weird. Juhu, das ist ja cool. Okay, wir haben eine Karte gefunden. In der Mailbox, aus der Mailbox, aus der Mailbox haben wir eine Karte gefunden. Und eine Pulle Wodka. Ich meine, der Tag fängt gut an. Puszewski's Vodka. The only Vodka in the Ja, das hat man schon. Puszewski's Vodka. Hello, Carlos Juice. Huch, nein. Ich wollte hier. Usen? Das ist ein Puzzle-Game? Ja, das kennen wir schon. I'd much prefer to finish it sober. Okay, ja, natürlich. Diese allumfassende Lüge schon wieder. So, Krishitisia? Was? Krishitisia? ParadigmAdventure.com. Über diese Werbung! Okay, wir sind momentan hier. Paradigm's Room. Wir sind hier in diesem Kraftwerk. Da hinten ist ein Atom... Das sieht aus wie ein Atomkraftwerk, ein kaputtes. Oder das sind so... Das ist so ein Endlager oder so. Keine Ahnung. Und da hinten geht's auch noch zum Fragezeichenland. Und hier ist noch sein Shop. Hier ist sein Raum, hier ist seine Wohnung, hier ist sein Shop. Da hinten ist auch noch irgendwas im Wald versteckt. Das ist schon, also für eine Alpha-Version ist das aber schon relativ groß, kann das sein? Hier haben wir noch Tentacle-Graffiti, das wollte ich mir auch noch angucken. God damn it, Lucas. Stop spraying your intellectual property on my property. Hello, Lucas Arts Intellectual Property. Please don't sue me. Na, die gehören auch eh zu Disney jetzt. Maybe I should use it. I wonder how long it would take before I get a cease and desist. Nope. Was? Nope. Was? Nope. Okay, dann gehen wir mal. Wir können hier nirgendwo hingehen. Wir können noch mal nach der Dingens fragen. Hallo, Doug. Wir fragen noch mal nach einem Space Cadet. Do you know much about the Space Cadet? Who? All I know, he is the local drug addict. God awful. I guess it's him. I don't really know much about him, except also lots of... Ah, yes. Ja, okay, also nochmal. I need to know where I can find him. Well, if you find me a map or... I have this postcard of Krush. Will this work? Yes, I think that would work. You can find him in the bottom right in Krush Forest. Also one last thing. Don't be surprised if he's not wearing pants. Okay, wir werden nicht surprised sein. Ich schaue nochmal ganz kurz jetzt auf die Karte. Vielleicht ist der jetzt eingezeichnet. So, look it. Space Cadet Home. Ach, da hinten die Rakete. Macht ja Sinn. Okay, ich toggle mal eben die Map und dann probieren wir nochmal ganz kurz den zu usen. I already use him for rent money. Okay, aber ich dachte jetzt vielleicht bisschen abuse. Der ist ja hier... Okay, wir sind ja nicht der Space Cadet. I don't like vegetables. Okay, also lieber ein bisschen Fleisch. Dann gehen wir mal auf die Karte. Ich würde erstmal in den Shop gucken gerne. I probably should get the Derp OS 3.1 before I go check on my shop. Okay. Das heißt... Und hier? I probably should get the recovery floppy disk before I go exploring. No! Und hier Krush, guck mal, mit dem schönen Arsch da hinten. Das ist wie das Hollywood-Zeichen. Huch, da kommen wir auch nicht hin. Gehen wir erstmal zum Space Cadet. Congratulations, you have completed the Alpha Demo of Paradigm. What? I hope you liked it. If you do, check out my Kickstarter so I can buy myself a nose. Otherwise, I'll just wait here, doing nothing, not being developed. Feel free to go back and explore the world using the map. This area is still under development. Thank you. Ich würde sagen, die anderen Areas gucken wir uns noch nicht an. Wenn ihr die angucken wollt, dann könnt ihr euch ja die Alpha-Demo selber ziehen. Wie gesagt, die Seite ist auf der Video-Info. Wir haben die Alpha-Demo offenbar durchgespielt. Alles andere ist hier noch in Development. Das heißt, alles andere ist noch nicht ganz funktionell. Ich wollte mir den unbedingt mal angucken, weil ich von dem schon Close-Up gesehen habe. Okay, siehst du, da geht gar nichts. Okay, schade. Hier geht momentan noch nichts. Wir können uns ein bisschen was angucken. Aber ganz ehrlich, wenn ihr das selber, dann könnt ihr da, habt ihr dann auch, da ist da ja auch. Folgendes.
Vielleicht gehe ich mal wieder hier hin. Vielleicht gehe ich jetzt mal wieder hier hin. Congratulations. Ja, das dachte ich mir schon. I hope you liked it. Ja, do, ja, hier, Paradigm Adventure, danke. Ja, das war auf jeden Fall die Alpha-Demo. Wenn ihr den Rest noch sehen wollt oder euch angucken wollt, dann könnt ihr euch die Alpha-Demo selber ziehen. Ein kleiner Hinweis darauf, dass man sich die selber ziehen kann. Und wir gucken uns den Rest dann wahrscheinlich in der Vollversion an, weil ganz ehrlich, ich würde das echt gerne weiterspielen. Das Spiel ist so durch. Also ich fühle mich prädestiniert dafür, das weiterzuspielen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Demo gefallen. Wenn das Kickstarter-Ding noch läuft, könnt ihr gerne unterstützen. Ansonsten gibt es bestimmt auch einen PayPal-Link oder sonst irgendwas. Wenn es euch gefällt, immer unterstützen. Das sind ja die Indie-Games. Und ansonsten, ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zu einem anderen Let's Play. Dankeschön. Tschüss.